Wie findest du Inspiration? Bist du überhaupt kreativ? Was schadet deiner gestalterischen Arbeit? Wie bringst du deine Projekte auf den Boden und nicht zu Fall? Planst du überhaupt einen Fortschritt? Hier sind 24 Beobachtungen in sehr komprimierter Form für dich und deine kreative Arbeit und Entwicklung. Seit 24 Jahren arbeite ich nun hauptberuflich in Agenturen als auch selbstständig als Grafiker und Illustrator. Und als Vater von einem Teenager kann ich auch diese Sichtweise einbringen. Und ja, auch weil jetzt 2024 ist. Es ist darum eine Reflexion über das, was ich selber beobachtet und erlebt habe. Manche Ideen mögen bei dir ankommen, andere nicht. Nutze, was hilfreich für dich ist, den Rest lass weg. Ich habe diese Beobachtungen in zwei Bereiche unterteilt. Der erste Bereich behandelt die mentale Einstellung und Kreativitätshaltung. Der zweite Bereich die Strukturierung des kreativen Prozesses. Mentale Einstellung und Kreativitätshaltung. Punkt 1. Habe den Mut, einfach anzufangen. Je älter wir werden, desto mehr wissen wir von der Welt, wägen ab, warten auf den richtigen Augenblick. Dabei gibt es keinen richtigen Zeitpunkt. Fange klein an, aber fange an. Du machst es nur für dich. Akzeptiere, dass du am Anfang sehr wahrscheinlich nicht das große Werk erschaffen wirst. Deine kleinen Schritte werden aber bald ganze Seiten füllen. Nimm dir nicht zu viel vor, fange für ein paar Wochen mit nur einer Technik an, zum Beispiel Farbstifte, und schau, wie du dich damit fühlst. Bleib aber dran. Punkt 2. Es gibt keine Inspiration. Die Welt basiert auf Ursache und Wirkung. Es passiert nichts von selber. Das Einzige, was du machen kannst, ist ausprobieren, experimentieren und einfach machen. Die Ideen und Lösungen kommen dann, wenn du und dein Projekt soweit sind. Darum sei geduldig mit dir, aber konsequent und unbeirrt in deiner Arbeit. Punkt 3. Prozess über Stil. Natürlich visieren wir einen bestimmten Stil an. Wir sehen das Endergebnis, aber nicht den gesamten Prozess dahinter. Dieser beschränkt sich nicht nur auf die technische Seite, sondern hängt auch von nicht direkt ersichtlichen Umständen ab, wie zum Beispiel dem Zeitvolumen, den Platzverhältnissen, finanziellen Mitteln oder persönlichen Besonderheiten. Achte darum, wie du dich in den jeweiligen Arbeitsumständen fühlst und damit klarkommst. Punkt 4. Es gibt keine Fehler, nur neue Erkenntnisse. Das ist mein Credo fürs Zeichnen und für andere kreative Arbeiten, also nicht fürs Rechnen oder die Buchhaltung. Es ist so, Sachen gedeihen, auf die du dich fokussierst. Betrachtest du deine angeblichen Fehler im kreativen Schaffen, lenkst du dich von neuen Betrachtungsweisen ab, beziehungsweise du bist für neu entstandene Lösungen nicht aufmerksam genug. Etwas, das sich heute als Fehler erweist, kann morgen das Gegenteil sein. Darum, korrigiere nicht sofort und lass dir Zeit. Punkt 5. Achte auf deine spontane Eingebung. Eine Eingebung ist eine Kumulation aus vorangegangenem Wirken und Arbeiten und all das muss sich gedanklich zuerst ordnen. Meistens trifft es dich in einem Moment der Ablenkung, weil du dich dann auf die Problemlösung nicht fokussierst. Sei bereit, dir den Einfall zu merken oder gerade zu notieren. Von dort aus kannst du weiter forschen. Denn genauso schnell wie die Eingebung kommt, kann sie auch wieder verschwinden. Punkt 6. Vergleiche dich nicht mit anderen. Es ist verständlich, dass wir uns im Verlauf unserer Entwicklung mit anderen vergleichen möchten. Schließlich wollen wir wissen, wo wir gerade stehen. Das ist unter anderem bei kreativen Arbeiten aber kontraproduktiv und unglücklich machend. Weil du siehst nie das Gesamtbild aus der anderen Perspektive und kennst auch nicht dessen Voraussetzungen. Wie ist diese Person aufgewachsen? Wie wurde sie gefördert? Wie viel Zeit hat sie zur Verfügung? Trägt sie für jemanden Verantwortung? Und so weiter. Lass am besten nur die Natur als dein Vorbild zu. Punkt 7. Perfektion existiert nicht. Perfektion ist eine Illusion und eine Sackgasse und sie macht dich angreifbar, weil du auf Fehler nicht angemessen reagieren kannst oder schlimmer, es überhaupt nicht tust. Und dann kommst du in die Reputationsfalle. Es ist eh alles und immer im Wandel. Es kann zum Beispiel sein, dass sich eine gewählte Komposition in der Skizzenphase bewährt hat, bei der finalen Ausarbeitung aber nicht die gewünschte Wirkung zeigt. Oft ist etwas fertig, wenn es gut genug ist. Bleib darum flexibel. Punkt 8. Nimm Kritik an deiner Arbeit nie persönlich. Kritik ist in ganz seltenen Fällen wirklich hilfreich. Sie ist es dann, wenn sich die Person in dem jeweiligen Bereich wirklich auskennt oder sich mit deinen Werken und deiner gestalterischen Entwicklung auseinandergesetzt hat. Optimal beides. Alles andere sind persönliche Empfindungen, Stimmungen, unangepasste oder gefällige Kommentare. Deshalb, hör grundsätzlich nicht auf andere und mach einfach dein Ding. Punkt 9. Achte auf deine kreativste Tageszeit und reserviere dir diese, wenn möglich, nur für dich, um in aller Ruhe kreativ sein zu können.
Bei der Arbeit sag deinen Leuten, du möchtest zum Beispiel von 10 bis 11.30 Uhr ungestört arbeiten. Leg dein Telefon auf Seite, schalte E-Mail und sonstige Push-Meldungen aus, auch wenn du zu Hause arbeitest. Jede Person hat Zeiten, wo die Ideen sprudeln und Zeiten, wo besser nach Plan gearbeitet wird. Punkt 10. Frust durch unpassende Technik. Wenn du auch nach längerer Zeit mit einer Technik haderst, du dort auch verschiedene Ansätze, Materialien oder Motive ausprobiert hast und du immer noch nicht damit klarkommst, dann ist diese Technik oder Kunstform sehr wahrscheinlich nichts für dich. Auch wenn dich diese Technik begeistert. Wechsle rechtzeitig, bevor es dich total frustriert und du am Schluss mit all dem aufhörst. Es gibt ganz viele Ausdrucksformen, du findest deine garantiert. Punkt 11. Zeichnen und Malen sind verschieden. Wenn jemand gut zeichnen kann, heißt das nicht automatisch, dass diese Person auch gut malen kann. Und umgekehrt. Im Zeichnen geht es um Kontur und Form, beim Malen um Volumen und Relief. Sehr vereinfacht gesagt. In der Natur gibt es keine Striche, nur Volumen. Probiere beides aus, um deine Sprache zu finden, zu erweitern und zu verfeinern. Punkt 12. Bleib offen und neugierig. Verzichte auf Dogmas. Die alltäglichen Erfahrungen bieten dir eine Vielzahl an Informationen, welche du auf deine Werke adaptieren und darin verarbeiten kannst. Man sollte sich eine Art kindliches Staunen bewahren, das uns hilft, die Welt mit unverfälschtem Blick zu betrachten. Naiv in der Aufnahme sein, aber professionell in der Umsetzung. Lass dich von scheinbar Kleinigkeiten entzücken. So, jetzt sind wir schon bereits in der Hälfte. Zeit für unseren Sponsor, den Pausencafé. Vielen Dank dafür. Fantastisch. Es ist ja 8 Uhr morgens und ich mache die Aufnahme ziemlich früh, damit ich da Ruhe habe im Haus, mehr oder weniger. Okay, wenn euch das Video soweit gefällt, lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da, dann weiß ich, wie das ankommt und das Video wird ein bisschen gepusht und dann sehen es auch mehr Leute. Also, vielen Dank dafür. Okay, gehen wir in die zweite Runde. Die Strukturierung des kreativen Prozesses. Punkt 13. Plane zuerst ein Projekt bis zum Ende durch. Das kann eine Zeichnung sein, eine Seite, eine Serie von Bildern, ein Comicalbum oder ein Kundenauftrag. Es ist fast immer die gleiche Systematik. Was möchtest du am Schluss für ein Ergebnis erzielen? Wo soll es angewendet werden? Wen soll es ansprechen? Auf das hin planst du die Herangehensweise, die Materialien und den Zeitplan. Arbeite dich dann beim konkreten Werk immer vom Gesamtbild Schritt für Schritt in die Details hinein. Bereite dich darauf vor, dass sich Projekte nicht immer an Pläne halten. Darum sollte deiner auch nicht allzu starr sein. Punkt 14. Zeit, Kosten und Qualität. Beachte das Dreieckprinzip für deine kommerzielle als auch persönliche Arbeit. Man kann nur zwei Bereiche zusammenbekommen, aber nie alle drei. Entweder schnelles Ergebnis in hoher Qualität, dafür wird es teuer, oder hohe Qualität zu tiefem Preis, dafür lange Lieferzeit und so weiter. Bedenke, für ein gutes Ergebnis gibt es keine Abkürzungen. So kannst du überprüfen, ob du oder jemand anders dich und deine Arbeit nicht sabotiert. Punkt 15. Plane deinen Fortschritt. Alles gleich sofort zu können ist verständlich, aber töricht. Betrachte deine kreative Entwicklung wie ein Training mit Trainingsplan. Baue dir am Anfang in kleinen Schritten einen Jahresplan auf, wo du Monat für Monat zum Beispiel die menschliche Figur in den Bereichen Anatomie, Proportionen, Bewegung, Ausdruck, Schattierung und Farbe kennenlernst. Datiere jede Zeichnung, um deinen Fortschritt zu sehen. Punkt 16. Wärme deine Ideen zuerst mit einer Skizze auf. Auch wenn es nur ein kleiner Job ist oder eine bessere, größere Skizze sein soll, mach dich warm mit der klassischen Hand- und Kopfverbindung. Das lässt dich kurz innehalten und über dein Projekt, deine Aufgabe vertieft nachdenken. Das schafft eine stabilere Basis, als sich direkt an den PC oder ans schöne Skizzenbuch zu wagen. Mindestens 5 Minuten vor Skizze sollten es schon sein. Punkt 17. In jeder Aufgabenstellung liegt bereits die Lösung. Out-of-the-box-Thinking hört sich erstmal gut an, ist aber in diesem Fall kontraproduktiv. Wenn du ein Problem zum Beispiel mit der Aquarelltechnik hast oder eine kreative Aufgabe für eine Bauunternehmung lösen sollst, dann musst du die Ecken in der jeweiligen Aufgabenbox ausleuchten, sprich mehr mit Aquarell ausprobieren, experimentieren und nicht mit der Ölmalerei. Und dich in der jeweiligen Baubranche schlau machen und nicht in der Lebensmittelindustrie. Punkt 18. Zeichne oder male dein Bild nicht tot. Du musst nicht alles erzählen, zeigen oder darstellen. Ein Bild wird dann interessant, wenn die Leute noch selber einen Teil der Geschichte bzw. der Aussage in deinem Bild in ihrer Vorstellung ergänzen können. So werden sie zu einem Teil deines Bildes und bauen eine emotionale Verbindung auf. Es braucht wenig, bis zum Beispiel eine ländliche Szenerie als solche wahrgenommen wird. Mache dir das zunutze. Punkt 19. Stelle dir die Qualitätsfrage.
Macht diese Entscheidung mein aktuelles Projekt besser? Diese Frage zwingt dich zu definieren, was tatsächlich das Beste für dein Projekt, deine Arbeit ist. Hier muss man natürlich auch Kosten-Nutzen abwägen. Und wenn man ganz ehrlich ist, kann die Antwort auch schmerzhaft sein, weil man dann vielleicht auf liebgewonnene Gewohnheiten verzichten oder jemandem absagen muss. Zum Beispiel bringt die Kreativwoche mit der besten Freundin in Italien deine Aquarelltechnik auf ein neues Level oder eher der Intensivwochenendkurs an der Kunstakademie. Punkt 20. Lerne neue Programme immer anhand einer konkreten Aufgabe. So entwickelst du ein vertieftes Verständnis für die jeweilige Programmsystematik und kannst dich dann von dort aus weiterbilden. Aber immer anhand eines weiteren konkreten Beispiels, welches für dich oder dein Projekt wichtig ist. Bei Photoshop zum Beispiel, wie mache ich den Himmel blauer und knackiger oder wie stelle ich eine Person frei? Und nicht, so schauen wir mal, was Photoshop so alles kann. Einfach mal so ins Blaue lernen ist reine Zeitverschwendung. Punkt 21. Lerne zu schreiben. Keine Romane, aber vielleicht kurze, knackige Texte oder gar Kurzgeschichten. Wie ist deine Geschichte überhaupt aufgebaut? Was macht sie spannend? Was macht einen packenden Titel aus? Wie vermittle ich abwechslungsreich meine Werke? Du lernst dabei, deine Bildinhalte vielfältig zu artikulieren, optimal in eine Geschichte einzubinden. Das hilft dir, diese unter anderem auch besser zu vermarkten, zum Beispiel auf einem Online-Shop mit der richtigen Betitelung und Beschreibung. Punkt 22. Verzichte nicht auf Schlaf. Egal, ob du Eule oder Lerche bist, ob du morgens oder nachts am kreativsten bist, mindestens 7-8 Stunden Schlaf solltest du haben, damit dein Kopf aus dem Vollen schöpfen kann. Alle, die sagen, mit viel weniger auskommen zu können, verschwenden ihr Potenzial. Schlafe, wenn möglich, zu regelmäßigen gleichen Zeiten. Der Schlaf ordnet und sortiert deinen Kopf, macht deine Gedanken klarer, macht gute Laune und wirkt antidepressiv. Punkt 23. Bewege dich auch körperlich. Und zwar in einem Maß, der dich in deinem Projekt weiterbringt. Das kann regelmäßiger Sport in passender Intensität sein oder ein Ortswechsel, der deiner Perspektive neue Blickwinkel offenbart. Dies betrifft also das Zeichnen überall dort, wo nicht dein Arbeitsbereich oder Arbeitstisch steht. Du solltest dich also körperlich fortbewegen, das bringt tatsächlich deine Kreativität auf Trab. Und Punkt 24, nimm, wenn möglich, immer ein Notizbuch mit. Nein, nicht unter die Dusche, einfach überall sonst und schreibe jede kleine und scheinbar blödsinnige Idee auf. Eine Beobachtung, eine spontane Schlussfolgerung, eine lustige Perspektive, eine spezielle Situation oder Bildkomposition beim Vorbeilaufen, whatever. Notiere es oder mach eine kleine Skizze. Das musst du dann nicht weiterverfolgen, aber dein Kopf hat dann Ruhe und du hast die Gewissheit, auf etwas Einzigartiges jederzeit zurückgreifen zu können. Musst du nicht, ist aber nice to have. Und nice to have sind auch die passenden Videos, die du hier im Anschluss und im Videobeschrieb findest und welche einige der hier erwähnten Themen vertiefter behandeln. Hast du Anmerkungen, Ideen, Vorschläge zu all dem? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten danke ich dir fürs Zuschauen. Mach's gut, auf bald!